Und so sieht die ganze Sache dann fertig aus. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum heutigen Trockenfleisch zum Selbermachen Video. Wir werden heute einen Dörrautomat benutzen, aber keine Sorge, wenn ihr keinen habt, die ganze Sache kann man auch einfach im Backofen machen. Dazu habe ich auch schon ein anderes Video für euch gemacht. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt und im angepinnten Kommentar. Der Dörrautomat ist in der Beschreibung verlinkt. Da kann man ja auch mal reingucken und sich möglicherweise so ein Teil besorgen. Es ist halt echt nicht schlecht, wenn man generell einfach trockenes Obst auch gerne isst und so weiter und so fort. Also man muss da nicht nur Fleisch drin machen. So ein Dörrautomat kann man vielseitig nutzen. Ich habe euch jetzt genau den rausgesucht, den ich habe. Es gibt natürlich welche, die deutlich teurer sind. Ich glaube 39 Euro oder sowas hat er gekostet. Es gibt, glaube ich, auch günstigere, aber die haben dann halt den Nachteil, dass man halt die Temperatur nicht richtig einstellen kann, beziehungsweise also gar nicht, dass sie irgendeine feste Temperatur haben oder man kann keine Uhr einstellen. Das sind so kleine Nachteile, die Dinger haben können, wobei das auch kein Beinbruch ist. Es geht auch ohne Temperatur und hin und her. Ich habe jetzt hier schon mal kurz die Knoblauchzehen geschnitten, während ich ein bisschen gelabert habe, habt ihr ja gesehen. So. Ab und an laufe ich weg und erzähle aber dennoch mit euch, weil ich halt über ein Ansteckmikrofon die ganze Chose aufnehme. So, also das Wichtigste zuallererst ist halt die Soße, in der ihr eben das Fleisch einlegt. Bereits bei der Soße kann man sich eigentlich schon viel Freiraum lassen, weil es ja einfach darum geht, dass ihr das Fleisch eben so besoßt, dass es euch am Schluss schmeckt. Also das heißt, die Zusammensetzung der Soße ist jetzt so für mich in Ordnung. Wobei das erste Mal ist, dass ich Worcestershire-Soße. Das habe ich davor nicht gemacht, aber einige Trockenfleischfans haben mir gesagt, ohne diese Soße ist es kein richtiges Trockenfleisch. Kätzchen, nein! Oh, oh weh! Wir haben ein kleines Kuddelkätzchen und sie ist echt frech. Also das hier ist jetzt Worcestershire-Soße, da haben mir wirklich viele Leute gesagt, das muss dran. Und da ich nicht weiß, wie viel davon dran muss, mache ich einfach genau so viel. Also für mich war Trockenfleisch machen von vornherein so rumprobieren. Ne? Also man testet, was einem wie schmeckt, in welcher Zusammensetzung oder auch wie lange man das Fleisch drin lässt. Grundsätzlich, das werde ich zwar später nochmal genauer sagen, grundsätzlich kann man beim Backen schon sagen, ja, so circa 6 Stunden bei 50 oder 60 Grad, je nachdem, wie trocken ihr es eben haben wollt. Ne? Es geht ja um eine Trocknung, um eine Dörrung. Und manche wollen es halt krasser als andere. Für mich hat sich jetzt auch übers Probieren herausgestellt, dass es im Backofen einfach ein bisschen schneller geht. Also im Backofen reichen 50 oder eben 60 Grad bei 6 Stunden. Und beim Dörrautomat, da habe ich dann letztes Mal sogar noch, 3 oder 4 Stunden draufgepackt bei 70 Grad. Ich habe hier noch eine Süß-Sauer-Soße von Maggis. So als besonderen Touch. Also letztes Mal für die Backofen-Folge habe ich die Sachen eher so ein bisschen sweet gemacht. Und da ist jetzt halt, Süß-Sauer ist ja eigentlich auch sweet. Jetzt kann man noch einen Löffel holen. Aber so ein kleiner extra für euch. Passt auf. Ach Gott. Guckt euch mal diesen Löffel an. Ist der nicht süß? Ein Hausfrauentraum. Ein Träumchen. Ich weiß, dass die ganze Sache hier nicht wie so ein normales Kochvideo ist. Also ich bin jetzt halt auch kein Kochstudio, sondern eben der Dumbabler, ne? Kätzchen, was machst du da? Guck mal, sie meint, man könnte sie nicht sehen, weil sie am Rand sitzt. Böse, böse Katze, wie sie schon guckt. Was machst du da? Ich habe eben noch Ketchup reingemacht. Einfach normales Ketchup. Und des Weiteren, das habe ich im Kaufland, glaube ich, gekauft, Mississippi Barbecue Soße. Letztes Mal hatte ich auch eine Barbecue Soße, aber nicht genau die. Die schmeckt mir aber sehr gut in letzter Zeit, deswegen mache ich die rein. Dann habe ich hier noch Paprika und Chili. Das schütte ich jetzt auch damit, nein. Ich werde die Zutaten auch wieder in die Beschreibung packen. Ich habe das zwar bei dem anderen Video erst heute gemacht, also nach circa, 11 Monaten. Aber das, immerhin ist es jetzt drin. Immerhin. Und auch die Zubereitung habe ich jetzt im anderen Video mal eingefügt. So, und dann habe ich hier noch was ganz Besonderes. Warte mal, da kann ich euch sogar die Packung zeigen. Mensch, wartet doch mal kurz. Wo ist es denn? Das ist dieses Salz hier. Camargue. Ich habe mir ein paar Mal Fleisch geholt, ich glaube im Rewe oder sowas. Also so Fleisch für in die Pon. Da waren so Probierteile davon dabei und das stand halt mit drauf. Ja? Und das habe ich mir danach bestellt. Und ja, das ist echt eine sehr geile Mischung. Also so generell für Fleisch, ich zeige euch mal ganz kurz die Ingredients. Kann man die erkennen? Ich bin komplett geblendet vom Licht. Da ist Salz drin, da ist Pfeffer drin, also Pfefferkörnchen und vielleicht Paprikastücke oder sowas. Ich weiß nicht, hat auch eine gewisse Schärfe, sicherlich auch Chili-Stückchen. Ist echt eine coole Sache. Da mache ich jetzt einfach auch was von rein. Ich mache mal 3 Hände. Das hat mir so gut geschmeckt, das Zeug, dass ich es einfach so gegessen habe. Also ich habe hab mir so auf die Hand geträufelt und habe es einfach genascht. So, und zu guter Letzt mache ich noch den vorhin geschnittenen Knoblauch rein, die 2 Knoblauchzehen und auch die Spitze, man will ja nichts wegschmeißen, so und so. Nein damit. Natürlich wieder drücken wie ein Ochs, ne? Ihr wisst ja, sowas kann
Training durch Gewichte deutlich ersetzen. Und der Chambumble, der da drin ist, den machen wir natürlich auch wieder raus. Es hat mich echt sehr gefreut, jetzt dann im Nachhinein zu sehen, dass das Video so gut gelaufen ist. Also ich habe das Video einfach nur so für die Interessierten gemacht aus meinem Zuschauerkreis und habe vielleicht mit so 300, 400 Aufrufen gerechnet, vielleicht 500, wenn es hochkommt und dann ist gut. Aber ja, es hat sich dann doch ergeben, dass es gerade jetzt im Moment auch wieder sehr frequentiert wird. Ist echt krass. Aber da ich ja eh schon immer gerne alles Mögliche gemacht habe, ist es natürlich auch kein Problem für mich. Zack, bumm. Dann rühren wir die Schose mal. Natürlich probieren wir das zuallererst mal, weil vielleicht haben wir jetzt ja auch voll den Schotter angerichtet mit der Worcester-Soße, ne? Oh, Liggi! Schmeckt echt richtig gut. Ich bin nicht überrascht. Wir machen grundsätzlich gutes Zeug hier. Guten Tag. Du Knoblowski will nicht ab. Hopp. Hallo? Hallo! So, na also, das geht doch. Das bekommt die Katze zum Abschlecke? Nein! Ich habe nur einen Scherz gemacht. Den legen wir jetzt aber noch nicht ganz weg. Vielleicht brauchen wir den nochmal, ne? Ich stelle ihn jetzt nur mal irgendwo hin. Hoffentlich fällt er nicht um. Ich habe ihn jetzt echt hingestellt. Wenn ich klopfe, fällt er vielleicht um. Mal gucken. So, und jetzt stellen wir das erstmal zur Seite. Man könnte es jetzt direkt in den Kühlschrank stellen, aber muss man nicht. Die Barriere lasse ich jetzt stehen. Eigentlich würde ich die wegräumen, weil das bestimmt gleich alles hüpft, wenn ich das Fleisch schlage. Aber ich will gucken, was die Katze macht. Deswegen lasse ich die Sachen erstmal da stehen, denn ohne die Sachen würde sie jetzt gleich zum geklopften Fleisch werden. Das Fleisch ist nochmal eine sehr wichtige Sache. Viele sind sich da nämlich nicht einig, was man denn jetzt genau zu nehmen hat für Trockenfleisch. Wahrscheinlich kann man da auch nichts Festes sagen. Ich nehme immer Rinderrouladen. Das ist jetzt extra vom Jungbullen oder so. Das hatte ich jetzt, glaube ich, noch nie. Aber Rinderrouladen sind immer meine Wahl der Qual. Da ich nach wie vor kein Klopfutensil habe, beziehungsweise, ja doch, so ein Hammer, werde ich wieder den Topf nehmen. Wir haben so einen kleinen Topf, mit dem habe ich letztes Mal auch geklopft. Das ist der hier. Das ist unser stabilster und den Topf, den wir am wenigsten brauchen. Und damit werde ich gleich das Fleisch klopfen. Das ist jetzt nicht wirklich großartig wichtig. Ich meine, ihr könnt das ja machen, wie ihr wollt. Ich lege das halt aus, damit A, das Brett darunter nicht komplett fleischbesaftet wird und B, lege ich gleich noch ein Stück Folie auch drüber, also sobald das Fleisch da liegt, damit ich dann halt nicht mit dem Hammer kleben bleibe, beziehungsweise das Fleisch sich immer mit hochzieht. Ne? Kätzchen, jetzt wird's interessant. Gehen wir vielleicht ein Stück zur Seite. Wie sie direkt kommen? Ne, habe ich gesagt zur Seite oder her? Hallo? Wascht euch auf jeden Fall die Hände bitte. Ne? Also schön die Hände waschen, wenn ihr mit Fleisch arbeitet, wisst ihr Bescheid. So, ich muss sie jetzt wegmachen. Sie wurde übergriffig, so geht das nicht. Jetzt muss ich mir nochmal die Hände waschen, weil ich keine kleinen Katzenhaare im Fleisch haben will. Guckt euch mal dieses Stück Fleisch an. Meine Herren, meine Damen, da haben wir wirklich Qualität. Also ich muss jetzt halt ein bisschen mit meinem Platz gucken, dass ich nicht in diese Rillen von meinem Brett komme. Dann könnt ihr das jetzt schon mal so gut wie möglich ausbreiten. Ja, es ist gut, wenn da... jetzt bin ich in der Rille gut gemacht. So gut wie möglich ausbreiten. Wenn ihr da eine Knoddel drin habt, dann ist es schon mal irgendwie blöd, weil ihr dann die Knoddel da reinschlagt. So, ist ausgebreitet und ist auch schon schön dünn. Ihr legt hier fest, wie lange ihr die ganze Sache halt auch dann im Dörrautomat bzw. im Backofen vor sich hinrödeln lassen wollt, denn je dünner ihr es macht, desto schneller geht es natürlich. Ne? Die Folie wird natürlich jetzt dann gleich so Stück für Stück ein bisschen reißen, wenn ich da rumklopfe, aber das ist nicht weiter tragisch. Jetzt klopfe ich die Sache. Durch das Klopfen erreicht man wohl auch noch irgendwelche anderen sinnvollen Dinge, aber ich weiß nicht welche, denn ich bin kein Koch. Am besten so aus der Mitte rausklopfen. So, also nach dem Klopfen werde ich es vielleicht noch so ein bisschen einstechen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Mein Gedanke dahinter ist nur, dass in so einem Klopfhammer ja oftmals auch so kleine Mini-Spikes noch zusätzlich drin sind. Ich weiß nicht, ob das in diesem Fall auch der Fall wäre, ja? Dass, wie soll ich meinen, dass man das überhaupt mit so einem Hammer klopfen würde. Aber ich denke, die ganze Schose kann dann auch besser einziehen, ne? Und deswegen mache ich das so. Kann auch komplett falsch sein, vielleicht brennt gleich die Küche. Aber dann habe erstmal ich den Huddel und ihr nicht. Falls die Küche gleich brennt, sage ich euch natürlich Bescheid. Und jetzt kommt der Punkt, der beim Backofen nicht so ist. Wenn ich es für den Backofen machen würde, würde ich es jetzt in die Suppen einlegen. Zack, 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 zack. Und ganz lassen. Da der Dörrautomat aber nur solche Flächen hat und das, man sieht, es schon deutlich zu groß wäre, dieses Stück Fleisch, werde ich es in Stückchen schneiden. Fertig ist der Schnitt. Und jetzt kann ich die ganze Sache auch schon hier in den Topf reinschmeißen. Das mache ich jetzt auch. Einfach die Stückchen dann da rein. Und dabei stellt man dann auch meistens fest, dass man halt zu wenig Marinade gemacht hat. Oder Soße, oder wie man es eben nennen will. Und ich muss sagen, mir läuft jetzt schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Ich mache die mal kurz zur Seite und zeige euch jetzt hier das Vermengen. Ich denke, das ist so oder so kein Teufelswerk. Ihr guckt einfach, dass alles gut vermischt ist.
Wenn ihr diese Sache dann fertig habt, das heißt, euer Fleisch ist geschnitten und hier drin und vermengt, dann macht ihr einfach Frischhaltefolie über euer Gefäß und stellt es für mindestens 12 Stunden in den Kühlschrank, dass es schön einziehen kann. Ihr könnt es auch 24 Stunden drin stehen lassen, dann bekommt es halt noch mehr Aroma. Ne? Also je länger es drin steht, desto eher kann das Aroma in die ganze Soße einziehen. So, mittlerweile sind 24 Stunden um. Das Fleisch lag jetzt so lange im Kühlschrank hier in unserer Marinade oder Soße, wie man eben dazu sagen möchte. Den Trockner habe ich auch schon aufgebaut, also den Dörrautomat. Genau dieses Modell ist, wie gesagt, unter dem Video verlinkt. Es gibt aber auch viele andere, bessere, schlechtere und so weiter. Ich benutze den jetzt zum 8. oder 9. Mal und ich bin immer sehr zufrieden gewesen. Ich zeige euch einfach ganz kurz, wie ich die ganze Soße reinlege. Also ich nehme einfach das Fleisch und lege es hier, so wie es eben am besten passt, rein. Natürlich gibt es eine Sache, auf die man achten soll, und zwar den Platz. Also wenn ihr viel habt, dann müsst ihr das halt schon platzsparend auflegen, dass ihr da nicht riesige Lücken lasst. Da ich hier jetzt nur 750 Gramm habe und ich das auch schon mit über einem Kilo gemacht habe, weiß ich halt, dass ich hier viel Platz habe. Aber vor allem, wenn ihr das erste Mal macht, solltet ihr halt direkt gucken, dass ihr es möglichst platzsparend hinlegt. Ich mache es jetzt hier halt nicht, aus dem eben genannten Grund. Auch schön platt machen, ja, dass es halt keine Knoddeln hat. Also wenn ihr das einfach so reinschmeißt und die aufeinander liegen, die Fleischstücke, dann ist natürlich die Trocknung nicht optimal. Das Ganze riecht jetzt schon sehr betörend. Also ich freue mich schon, wenn die ganze Soße hier ready ist. Ich weiß noch, die allererste Ladung, die habe ich damals mit einem Kumpel zusammen bei einem recht langen Livestream verzehrt. Das hatten wir dann so als Snack einfach. Und ja, das war natürlich schnell weg, obwohl ich da über ein Kilo gemacht habe. Da haben wir uns einfach über, ich glaube, 12 oder 24 Stunden das alles reingedrückt. Und das war natürlich ein Träumchen, ne? Das war ein Träumchen. So Trockenfleisch ist gerade zum Snacken einfach perfekt. Und man kann wie bei Chips einfach nicht aufhören. Man nascht und nascht und nascht und denkt zwischendurch, okay, das war jetzt genug. Und siehe da, schon hat man das nächste Stück in der Gosch. Ja, und für alle, die sich jetzt fragen, was ein Dörrautomat überhaupt macht. Also Dörren an sich ist ja einfach nur trocknen, Luft trocknen. Der Dörrautomat hat unten eine kleine Turbine drin und er pustet einfach die Luft von unten hoch durch diesen Kasten. Und in diesem Dörrautomat ist halt auch noch eine kleine Heizspule drin. Das heißt, man kann auch die Luft, die dann hier hochgeht, einstellen, also die Temperatur der Luft. Bei dem Gerät jetzt von 40 bis 70 Grad in 5 Grad Schritten wählen, wie warm man es eben haben möchte. Im Backofen habe ich das Trockenfleisch letztes Mal bei 50 Grad gemacht, aber hier in dem Automat stelle ich auch gerne mal etwas mehr ein, also dann einfach mal 60 Grad oder 70 Grad für 6-7 Stunden. Und ja, man kann ja immer wieder reinschauen und gucken, wie weit es eben ist, also ob es einem schon passt. Das Fleisch weiter unten ist auch zuerst trockener als das oben, das heißt, man kann dann auch oder sollte zwischendurch auch einfach die Stückchen hier wechseln. Das sind alles einzelne Segmente, die man einfach abmachen kann und halt ja, mal das oberste nach ganz unten machen kann und dann so durchrotiert. Meine Freundin, die an sich jetzt nicht so ein Fan von Trockenfleisch und so weiter ist, hat dann gestern den Kühlschrank offen gehabt und hat gemeint, ah, das riecht aber gut, da dein Zeug. Und ich zeige euch ja noch geschwind, wie ich jetzt diesen Apparat hier einstelle. So, die ganze Sache ist recht easy. Ich drücke hier einmal auf Time und kann jetzt den Timer einstellen. Ich mache jetzt einfach mal 6 Stunden. Dann muss ich warten, bis er die Zeit angenommen hat. Jetzt hat er die Zeit angenommen. Und jetzt kann ich die Temperatur, wenn ich möchte, eben noch umstellen. Und zwar gehe ich jetzt hier auf 60 Grad und jetzt läuft er durch. Ich denke, man hört das auch. Ich gehe mal kurz zum Mikrofon hin. Da rauscht jetzt vor sich hin und wird das Ganze auch 6 Stunden lang machen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann schaltet er sich einfach aus. Und so sieht die ganze Sache dann fertig aus. Nach diesen 6 Stunden, ich habe einmal nach 3 Stunden durchrotiert, also das oberste nach unten und so weiter. Ja, und habe es einfach durchlaufen lassen. Hier snacke ich ein Stückchen. Wie man hier hört, ist es schön trocken geworden. Und hier bin dann doch mal ich, wie ich es esse halt, ne? Nam nam. We'll be right back.